Ja, Ratchet und Clank wurden tatsächlich auseinandergerissen, als Nefarious mit dem Dimensionator ein bisschen Chaos angestellt hat. Und wir sind jetzt in einer Dimension, in der Nefarious immer gewinnt. Das wird interessant. Ja, dann würde ich sagen, versuchen wir mal Clank Hat wiederzufinden. einer von euch einen kleinen grauen Roboter gesehen? Grüne Augen, rote Antenne, ziemlich niedlich. Sorry, ich kenne nur niedliche Roboter mit blauen Augen. Alles klar. Also Clank hat niemand gesehen. Mit Clank konnten wir ja schweben. Das kann Ratchet aber tatsächlich auch mit seinen Stiefeln ganz alleine. Nur ich glaube, er ist da nicht ganz so gut drin. So. Mal weiter Schrauben sammeln, damit wir auch wieder neue Waffen kaufen können. Hat ein bisschen was von Cyberpunk, dieser Ort. Na gut, mal schauen. Bin sehr gut im Kisten sammeln. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch irgendwelche Collectibles gibt. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Okay, Aufzug. Und weiter. Bitte lass dahinter etwas Gutes warten. Nicht hochlaufen? Nein, nicht. So, einmal mit dem Schraubenschlüssel hier den Kurbel drehen. Willkommen auf dem Nefarious City Bazaar. Vergesst nicht, unserem fabelhaften Imperator vor, während und nach eurem Kauf zu danken. Imperator? Heißt das, es gibt Nefarious jetzt zweimal? Erst Clank, dann Nefarious. Vielleicht ist er auf dem Bazaar. Ja, vielleicht. So, hier würde ich ganz gerne mal drüber kommen. Alles klar. Da komme ich also nicht vorbei. Unser erster Tod. Aber ich dachte eigentlich, dass das geht, weil da ist ja auch diese Wandmarkierung. Und ich weiß, man kann auf Wänden laufen. Aber anscheinend jetzt noch nicht. Mich von da oben? Nee, ne? Hier oben war ich noch nicht. Die Heliport oder so. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Gedrückt halten zum Hinabgleiten. Ja, das wäre irgendwie automatisch, aber eben nicht. Ah. Oh, Moment mal. Hast du deine Bestellung vergessen? Na dann nur herein. Miss Zorkon kann dir Waffen verkaufen, aber du musst viel unauffälliger sein, sonst kann der Widerstand nicht überleben. Der Widerstand? Oh, entschuldige, Herzchen. Miss Zorkon ist noch eine Anfängerin in Sachen Spionage. Ich... Lass die Geisel fallen. Da ist Clank. Wie komme ich vom Planeten? Ist das ein Test? Nur Flottenraumschiffe dürfen hier weg. Alle anderen. Das Phantom kann helfen. Folge einfach dem Beat zum Club Nefarious. Dort wirst du ihn finden. Club Nefarious, alles klar. Oh, und gut gemacht, Agentin Zurkorn. Oh, das ist ja so aufregend. Wie es im Club Nefarious klingen mag. Kaufen kann ich bei ihr aber jetzt gerade nichts? Nein, aber ich kann die Karte öffnen. Levelkarte. Während du den Planeten erkundest, erscheinen Sammelobjekte und andere interessante Orte auf deiner Karte. Wir sind hier. Hier ist was und hier ist was. Optionales Ziel. Ja, machen wir erstmal das. Hier ist auch noch Raritanium. Was auch immer das ist. Da oben. Wie komme ich denn da hin? Ist das ein Aufzug?
Nicht wirklich. Und da darf ich nicht durch, aber ich kann zumindest schon mal die Kisten dahinter zerstören. Auch nicht schlecht. Dr. Nefarius? Und was wurde aus dem echten Imperator? Okay, da komme ich nirgendwo hoch. Aber ich würde ganz gerne das optionale Ziel natürlich kriegen. Hier ist Raritanium. Ich muss weitersuchen. Je mehr ich mit Nefarius und das Phantom finde, desto eher komme ich zu Clank. Also ich fürchte, da komme ich jetzt nicht hin, wo ich eigentlich hin möchte. Das ist auch so eine Barriere, da komme ich also auch nicht durch. Dann, gehe ich jetzt erstmal hier lang. Das muss doch gehen. So ein Mist. Wirklich. Was soll das denn? Dann halt erstmal Club Nefarius. Ach, das ist da unten bei der Barriere, wo ich nicht hin wollte. Weil da eben eine Barriere war. Alles klar. Das klingt ganz nach einem Club. Aber ich darf nicht rein. Geh ich mal hier unten lang. Da ist zu. Und hätten wir schon noch was sein. Genau, laufen. Mach's aber nie. Das ist ein Maritanium. Komm ich aber jetzt gerade nicht dran. Na gut. Darf ich nicht schnell laufen? Bedauerlich. Hi. Ja, bist du das Phantom? Ich bin das Innenhof. Ist hier irgendwo ein Phantom? Der Widerstand kommt. Die erste Mission ist lang und die Tarnung fliegt auf. Die Wächter kommen und finden den Widerständler, nämlich das Phantom. Das Phantom? Ist es geht? Dann helfen wir mal, Skid. Einfach hinterher. Am Ratchet. Ich kümmere mich um sie, sonst verfolgen die das Phantom noch. Siffer. No! Ah, verdammt! Geheimnisvoller Typ in Holo-Verkleidung garantiert das Phantom. Man sollte es auch machen können. Der ist nicht böse. Wie soll ich das denn sehen? Wenn es hier um Leben und Tod geht, dann schieße ich lieber einmal zu viel als zu wenig. Oder gar nicht. Na, unsichtbare Wände sind nervig. Glaubt jeder, dass ich bei Widerstand bin? Bitte gedrückt halten, danke. Oh, Clank. Ach, nicht Clank, Ratchet. Clank ist nicht da, wir suchen Clank. Ach, das war jetzt aber doof. Ach, Mann. Ich war gerade mitten in einer Mission. Ich muss da auf jeden Fall gedrückt halten, weiß ich jetzt. Und am Ende runterspringen, alles klar. Nicht automatisiert. Wir werden ihn natürlich verfolgen, aber ich nehme auch alles mit, was ich hier noch finde. Oh, hallo. Ich will den Vollstrecker, damit ich den ein bisschen leveln kann. Bleib doch stehen. Oh, schon 4300 Schrauben, das ist ganz gut. Hilfe.
bisschen viele Gegner hier. Da will ich doch nur erkunden. Das lohnt sich auch. Hier ist richtig viel. Munition. Nehme ich alles mit. Und hier bei den Docken kann ich hochspringen. Im besten Fall ein bisschen erfolgreicher. Aber da hilft es ja schon. Wenn man einfach mal schießt. Okay, jetzt ist ziemlich nervig. Bin ich eigentlich schon wieder eine Heilung, super. So, was mache ich hier? Ah, ich damit aktiviere ich hier ein Trampolin. Könntest du bitte stehen? Halt doch stehen. Ist das hier so eine Art Test? Ist es, oder? Oh, hier ist Raritanium. Wird mir der Doppelsprung gezeigt, als hätte ich den noch nicht. Und das habe ich ja gerade schon gesehen, das Raritanium hier von der anderen Seite, oder? Ja, genau. Da ist er! Der Pilzball aus dem Club! Oh Mann, ich komme schon klar, Phantom. Bring dich in Sicherheit. Kommen die aus Arms oder wie haben die solche Schlagbolzen? Der Vollstrecker hat Level 2 erreicht, nice. Dann haben wir die Granate. Ich weiß, ich verwende die jetzt sehr schlecht. Ich verwende die jetzt nicht ganz anders, als man so eine Granate eigentlich verwenden sollte. Aber ich will die halt ein bisschen leveln. Ja, hat jetzt erst Stufe 1 und dann zur Hälfte schon Stufe 2. Das reicht mir noch nicht. Okay, nice. Sind hier noch Gegner? Sieht nicht so aus. War noch was in der Ecke? Nein. Nicht übel, Neuling. Danke. Was ist das? Sowas wie ein geheimer Handschlag? Hey! Was fange ich damit an? Aha, jetzt können wir die Barrieren durchbrechen. Versucht einen Phantomsprint. Mit dem Phantomsprint, okay, nice. Gegner kann nicht fallen, was zeitweilig nicht existiert. Sieht auch sehr cool aus. Also alles, was hier mit Dimensionen zu tun hat, ist richtig schön grafisch umgesetzt. Auch der Dimensionssprung und der Phantomsprint genauso. Springen, dann Phantomsprint. Okay. Danke, Spiel. Darf ich mich eben umgucken? Das lohnt sich aber nicht. Tschung. Cool. So, das zerstöre ich. Und weil ich bin da sogar fast mit einem Doppelsprung drüber gekommen. Jetzt kann ich den Mauerlauf machen. Alles klar. Das war jetzt gemein. Ist auch richtig easy, das zu machen. So. Ich brauche ein flotten Raumschiff, um meinen Freund zu finden. Du sollst dich da auskennen. Bleib bei mir. Raritanium nehme ich mit. Wird sicherlich wichtig sein, wenn es schon so heißt. Was ist denn jetzt mit dem flotten Raumschiff? Lombasse, du bist genauso stur wie sie. Warte. Du kennst den anderen Lombax? Wo ist sie hin? Sargasso. Nach einer Mission geht sie immer dorthin. Sargasso.
Machen wir einen Deal. Siehst du das Luftschiff? Du hilfst mir, es zu übernehmen. Ich helfe dir in den Nefarius-Turm rein. Das ist der einzige Ort in der Stadt, wo du ein Flottenraumschiff findest. Was hast du mit dem Luftschiff vor? Komm einfach auf dieses Dach rauf. Ich hole meine Sachen. Wir treffen uns oben. Okay. Ich vertraue dir einfach, Skid. Wie komme ich auf das Dach? Ich komme, Clank. Halte durch. Okay, easy. Es wird fast schief gegangen. Oh, hallo. Und weiter geht's. Ja, die waren nicht böse. Ach man, bin immer so gemein zu allen. So, hier geht's runter. Und wieder hoch. Ich muss da drüber. Aber es gab hier noch einen anderen Weg. Aber der wird nicht sehr weit führen, oder? Wobei, doch. Heilung brauche ich nicht, aber die Schrauben nehme ich gerne. 6200 haben wir schon. Ich glaube, hier sind keine Gegner mehr. Wäre das der andere Weg gewesen? Sieht so aus, okay. Gut. Ah, ich bin so dumm. Ich wollte immer gegen die explosiven Dinger. Da ist was. Ich dachte, hier wäre vielleicht noch irgendwie Raritanium oder so. Hätte gepasst, aber nein. Dann. Jetzt muss ich wieder hier runter, sonst komme ich nicht da hoch. Okay, easy. Achso. Ja, dann nochmal. Oh, hier ist Raritanium. Mhm. Mach ich. Okay, also wir sehen jetzt erstmal, wir können ins Aufrüstungsmenü gehen. Da können wir jetzt unsere Waffen stärken. Zuerst die Tutorial-Waffe. Und jetzt können wir hier nämlich neue Waben freischalten. Und dann kriegen wir eine Goldzelle, die halt besonders krass ist. Siehst du, wozu mit einer guten Waffe abgeben, wenn du eine Top-Waffe haben kannst? Okay. Bevor ich das aber jetzt mache. Ich darf nichts anderes machen. Okay, dann würde ich sagen, rüsten wir erstmal die Blasterpistole auf. Feuerrate erhöhen. Es ist immer den Preis wert, seine Waffen im Top-Zustand zu halten. Munitionslimit erhöhen. Schnellfeuerschüsse sind präziser, vielleicht auch nicht so schlecht. Dann reicht das aber erstmal für die. Und ich würde die Schmetterbombe noch verstärken. Und das entsprechende Raritanium. Wirkungsbereich erhöhen. Schussrate erhöhen. Ja, das ist gar nicht so wichtig. Schnell durch die Luft fliegen lassen, okay. Beim Vollstreck. Oh, da gibt es sehr viel. Wirkungsbereich erhöhen, ja. Was ist das? Kisten erhöhen. Munition aus Kisten erhöhen, okay. Ist da unten, ja, ist schon auch wichtig, ne? Schüsse fliegen weiter, ist auch sehr wichtig. Ich würde ganz gerne das hier erstmal fliegen. So, jetzt habe ich den Vollstrecker auf jeden Fall schon gut gesteckt, habe kein Raritanium mehr. Aber wir haben gesehen, weil man konnte gerade sehen, gibt hier noch den Negatron-Beschleuniger für 5000. Hast du es nicht auch, wenn jemand vor dein Ziel latscht und deinen Schuss blockiert? Diese Zeiten sind vorbei, denn mit dieser Waffe kannst du einen Strahl aufladen, der jeden durchdringt. Eine sehr lahme Waffe, aber trotzdem ziemlich krass. Reichweite voll, Durchdringung voll, Kraft voll. Na los, kauf es, solange du kannst. Hast du es satt, im Rampenlicht zu stehen? Mr. Partypilz weiß Rat.
Er greift deine Gegner so hart an, dass sie völlig vergessen, dass es dich überhaupt gibt und sie sich ganz auf ihn konzentrieren. Den gönnen wir uns. Der andere ist mir noch ein bisschen zu teuer. Danke für die Hilfe, Geheimagentin Surkon. Mit dem Partypilz. Aber jetzt geht es erstmal hier weiter. Also Raritanium ganz, ganz wichtig, um uns zu stärken. Hey, du kannst mich sehen? Wo bist du? Ist mein Raumschiff fertig? Das wird schon, keine Sorge. Du musst mir nur noch bei einer letzten Bedrohung helfen. Das Nefarius Bar. Wenn du die Soldaten ablenkst, hacke ich Nefarius Propaganda-Luftschiff und schicke der Stadt eine Botschaft, die sie nicht vergisst. Sieht einfach aus. Okay. Dann machen wir mal Chaos hier im Spa. Aber für die Möbelstücke kriege ich nicht sehr viele Schrauben. Lass ich das mal. Okay, jetzt will ich erstmal den Partypilz verwenden. Ja, cool, wie so eine Drohne. Und die Wahrheit ist, wir müssen reden. Der Widerstand. Was ist der Anzahl für den Widerstand? Und was von deiner diabolischen Tyrannei? Hoffen wir jetzt erstmal noch die Schmetterbombe leveln. So schlecht im Werfen. Weil ich treffe auch drei auf einmal, also das ist dann auch wieder ein Ausgleich. So, Stufenaufstieg für die Schmetterbombe. Dann reicht es damit erstmal. Der Partypilz. Autsch! Das ist cool. Das ist richtig cool. Da könnte ich mal hin. Munition nehme ich gerne mit. Gehe ich wieder zurück, glaube ich. Ist aber in Ordnung, weil hier auch noch Sachen sind. Die da hinten nerven, super. Nicht in die Säure. So, Partikels für dich. Hier hoch. Waren denn nicht Gegner hier oben? Oder hat der Partypilz alle getötet? Der war ja gar nicht hier. Ach, haut ab. Ja, das war ziemlich cool. So. Noch mehr. Okay, jetzt sind da. Oh, jetzt kommt 1000 auf einmal. Okay, nice. Wenn ich getroffen wurde. So war es das jetzt. Endlich. Ja. Farius Turm, ich komme. Wow. Woher weißt du, wie man. Ich hab wohl einen Nerv getroffen. Okay. Deal ist Deal. Das ist Glitch. Sie hilft dir, ins private Turmshuttle des Imperators zu gelangen. Die Zugangskonsole ist in dieser Nefario-Statue im Stadtzentrum. Du schließt sie an, sie erledigt den Rest. Was hast du vor? Diese verkommene Welt niederreißen. Und zwar von innen. Bleib stark, Bruder! Wie soll ich denn bitte von hier zum Bazar kommen? Das schaffen wir schon. Mach dir keine Sorgen.
Das kriegen wir hin. Nur, dass ich Skid jetzt hier quasi geopfert habe, das gefällt mir natürlich gar nicht. Dann grinden wir mal da runter. Okay, jetzt muss ich nur noch. Ist das schnell. Rüber zur Statue. Oh, das ist wirklich schnell. Clank auf Sargasso finden. Bin unterwegs, Kumpel. Halte noch ein bisschen durch. Ich dachte, ich wäre aufs Dach gekommen. So, jetzt will ich aber nochmal gucken. Nein, ich will in die Karte. Widerstandsspionbot? Klingt nützlich. Könnte ein Blick wert sein. Ich komme immer. Doch, ich komme auf jeden Fall schon mal hier rein. Viel mehr Raritanium, immer gut. Und sehr, sehr viele Schrauben. Auch nicht schlecht. So. Jetzt weiß ich aber immer nicht, wie ich da hochkomme. Wobei. Wir müssen nochmal ganz zurückkommen. Okay, das Ding bewegt sich dahin. Denn da komme ich ja jetzt auch hin, wo die Noppen sind. Einfach schweben und hier rüber. Nice. So, noch mehr Raritanium. Plus 3. Sehr, sehr nice. Ist das hier eigentlich der richtige Weg? Jetzt muss ich ja jetzt hierher. Voller Fund! Es gibt doch Sammelgegenstände. Goldbowls. Okay, nice. Nur, wie komme ich hier weg? Muss ja eigentlich einen Weg geben, um wegzukommen. Aber das Gefühl, hier sollte ich nicht sein, ja. Gut, passiert. Und die Frage, warum kann ich hier hingehen, wenn ich hier nicht sein soll? Man kann hier richtig schöne Schaden reinmachen. Echt nice, echt nice. Game Design ist echt top hier in dem Spiel. Wenn ich nicht rüberkomme, ich bin auch ganz woanders jetzt. Springen ist gar nicht so schnell. Oh, von da müsste ich hochkommen, oder? Na, was war das denn jetzt für ein Betrug? Komm, ich will das noch kriegen. Hier sehe ich natürlich jetzt sehr viel. Das Raritanium. Das ist auch nochmal Raritanium. Kann ich hier nicht irgendwie drauf? Nee, kann ich nicht. Was war das denn jetzt? Aber da hinten, ich weiß nicht, wie ich da hinten drauf kommen soll. Die Gegner hier, oder auf die Typen hier kann ich nicht springen. Hier sehe ich halt auch keine Möglichkeit hochzukommen. Dann werde ich dieses optionale Ziel jetzt wohl nicht erreichen können. So sieht es zumindest aus. Schade, ich hätte das echt gern gemacht. Aber ich kann jetzt zur Statue gehen. Wobei. Ich bin nochmal da hoch. Ich gucke mir das jetzt nochmal ganz genau an, bevor wir weitermachen.
als ich gerade hier oben war, konnte man doch hier rein. Ja gut, aber hier war ich schon mal. Na gut. Dann bin ich hier wohl falsch. Und da hinten kommt man einfach nicht hin. Nee. Nee, das geht nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass das so nicht geht. Dann, ja. Machen wir im nächsten Part weiter. Wenn wir uns zur Statue begeben. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin, wie immer, nur das Beste.